technisches Thema vielleicht, aber es ist schon mal eine gute Übung für unseren Foodchain Master. Wenn alle irgendwie nur halbwegs mitkommen, dann klappt es hoffentlich auch im Foodchain Master und nicht nur bei denen, die irgendwie die Grundvorlesung Landtechnik bei uns besucht haben. Nachhaltige Landwirtschaft, was verstehen wir darunter? Nachhaltig ist ja manchmal schon so ein bisschen abgedroschener Begriff. Na, die einen sagen nachhaltig, was soll das sein? Ich denke, nachhaltig, das haben wir auch heute gesehen, hat durchaus noch seine Berechtigung. Und für mich liegt nachhaltig auch irgendwo vielleicht zwischen Öko und dem, was wir bisher an, sagen wir mal, wie man es nennt, klassischer konventioneller Landwirtschaft betrieben haben. Denn rein Öko wird auch nicht ganz funktionieren, um alle zu ernähren. So wie wir bisher gewirtschaftet haben, wird es auch nicht funktionieren, wissen wir auch. Kommen schon genug Regularien, wird also nicht gehen. Und da müssen wir halt gucken, wie können wir dazwischen irgendwie einen Kompromiss finden, wenn wir eben regional wirtschaften wollen. Einsatz fossiler, nicht regenerierbarer Betriebsmittel, wissen wir auch, sind relativ endlich. Da müssen wir halt was tun. Und aus meiner Sicht ist der Begriff nachhaltige Landwirtschaft da schon ein ganz guter Begriff, der das umfasst. Was brauchen wir dafür aus verfahrenstechnischer Sicht, um nachhaltige Landwirtschaft zu betreiben? Wir brauchen auf jeden Fall Precision Farming. Das ist eine Grundlage dafür. Precision Farming, meistens verwende ich den englischen Begriff. Es gibt natürlich auch den deutschen Begriff Präzisionsackerbau oder Präzisionstierhaltung. Ist aber immer so ein bisschen sperriger Begriff. Daher macht es sich mit Precision Farming. Sie können es auch Smart Farming nennen. Das ist dann die Steigerung. Etwas einfacher. Ich würde zunächst kurz auf den Ackerbau und Precision Farming eingehen. Was hat dazu geführt, dass wir das überhaupt haben? Zum einen Sensoren, weil die brauchen wir, um automatisiert Daten erfassen zu können. Und im Ackerbau auch auf jeden Fall ein GPS, was wir nutzen können. Beim Tier funktioniert das so nicht, da komme ich später nochmal drauf zu. Das heißt, wir haben Sensoren, damit eine automatische Datenerfassung und wir wissen auch ungefähr, wo unsere Maschine oder was auch immer gerade steckt. Das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass wir Precision Farming nutzen können. Precision im Prinzip eine Komponente der Genauigkeit. Also ja, gut, ich mache 30 Sekunden Pause, weil in WebEx sieht man die Folie nicht. Bitte. Aber sind wir da jetzt schon so geübt, ne? In der Vorlesung per WebEx mit Folien teilen. Nee, heute habe ich ja hier technischer Assistent. Sie offen die Präsentation? Ja, das hilft immer. Genau, ja, muss sie hier aufmachen, dann. Also, nee, das ist schlecht. Man muss sie erst aufmachen. Genau. Die hier nicht? Nee, das war anders abgestellt. Okay. Ich muss das gucken. Ich wollte das unten noch starten, mir geht's nicht besser. Okay, gut. Ach so, jetzt bin ich wieder von vorne. Ich fange jetzt nicht nochmal von vorne an, ne? Dafür kann ich jetzt hier nicht, macht meinen Pointer nicht mehr, was er soll. Ist ja komplizierter heute als in der Vorlesung. Ah, jetzt geht's. Okay. Okay, also Precision Farming. Genauigkeit. Im Prinzip geht es darum, so genau wie möglich, wie genau gehen wir auf welche Anforderungen von der Pflanze, vom Boden, vom Tier ein, wie gut können wir das umsetzen. Natürlich müssen wir am Ende auch gucken,
Ich gucke da erstmal natürlich aus verfahrenstechnischer Sicht drauf, was funktioniert, aber es muss natürlich auch bezahlbar bleiben. Ne? Wir müssen auch gucken, was ist ökonomisch sinnvoll. Auch das ist natürlich wichtig, aber wenn ich einsparen kann oder Boden schonen kann, ist das oftmals auch schneller ökonomisch, als ich vorher dachte. Wir haben in den letzten Jahren ein paar Untersuchungen dazu gemacht auf Betrieben mit Studierenden. Wir haben erstmal geguckt, wie weit ist die Digitalisierung. Automatisierung, stellt man fest, ist ziemlich weit fortgeschritten. Ja, Datenerfassung entlang der Wertschöpfungskette, sei es am Tier, auf dem Acker oder auch später, funktioniert ganz gut. Da sind wir ziemlich weit. Ich sage immer, wir befinden uns aber eher im Zeitalter der Informatisierung. Das heißt, wir können Daten erfassen, noch und nöcher, aber wir brauchen daraus auch eine Handlungsempfehlung oder irgendwas, was uns weiterhilft. Es ist schön, wenn wir alle Daten erfasst haben, aber der Landwirt damit nichts weiter auf dem Acker anfangen kann, ja, oder der Verbraucher nichts mit anfangen kann. Und da haben wir einfach noch ein ziemliches Leck, muss man sagen. Von bis hin zu neuen Wertschöpfungsketten, was der nächste Schritt wäre, wo sich einfach auch neue Märkte, eine andere Datenverfügbarkeit ergebe, mal ganz zu schweigen. Da sind wir aus meiner Sicht noch ein ganzes Stück entfernt. Da fehlen uns einfach Informationsströme. Manchmal fehlen uns auch einfach nur gute Informatiker, die passenden Algorithmen. Aber oftmals hängt es auch einfach an der Technik, weil wir zu schlecht untereinander vernetzt sind. Ja? Jeder hat seine eigenen Daten, keiner will sie mit dem anderen teilen. Wovon lebt Digitalisierung? Von den Daten, die zusammengefügt werden. Und das hängt leider zum Teil in der Landwirtschaft noch recht massiv, wahrscheinlich auch in anderen Branchen. Da fehlt uns einfach noch was. Trotzdem möchte ich kurz ein Praxisbeispiel bringen. Wie weit sind wir schon so auf dem Acker? Was kann es bringen, wenn wir Precision Smart Farming betreiben? Wir haben die verschiedenen Schritte von der Aussaat, Überdüngung, Pflanzenschutz, Ernte und dann wieder oder auch zuvor die Bodenbearbeitung und haben halt mal geguckt, was kann ich da so einsparen, wenn ich Precision Farming anwende. Auch das kann man ein bisschen unterteilen. Ich hoffe, es kommen jetzt alle noch mit der Folie mit, die nicht allzu viel Ahnung von Landtechnik haben. Eine einfache Sache, parallel fahren, ja, Autotrucksysteme. Heißt, der Schlepper wird im Prinzip über GPS selbst gelenkt und fährt schön gerade. Ja, das kann der Fahrer auch, aber der kann es nicht ganz so gut. Vorteil ist, der Boden wird geschont, ja, weil ich nicht irgendwie schräg irgendwo nochmal drüber fahre und der Fahrer wird auch geschont. Irgendwann macht es der Schlepper vielleicht auch ganz alleine, aber so weit sind wir noch nicht. Dann, wenn wir keinen Fahrer mehr haben oder der Fahrer wird dann noch mehr geschont. Und dabei hat sich schon gezeigt, dass wir bei Mähdrusch deutlich Zeit sparen können, dass wir in der Bodenbearbeitung Zeit sparen können und natürlich auch Boden schonen, weil wir ihn nicht mehrfach überfahren und auch weniger Diesel verbrauchen. Es ist zum einen so, dass wir A, weniger Personal finden in der Landwirtschaft und zum anderen haben wir auch das Problem, dass die Erntefenster immer kürzer werden. Ja, auch dann ist es gut, wenn wir schneller sind, weil der Zeitpunkt, wo wir perfekt ernten können, werden immer knapper. Der nächste Schritt wäre eine Art Teilbreitenschaltung, dass ich schon mal gucke, okay, wo war ich schon mit meinem Schlepper? Das heißt, da kann ich eine Teilbreite wegschalten, nicht, dass ich über- oder unterdünge. Auch das können wir schon gut einsetzen. Das ist sicherlich nicht auf allen Betrieben etabliert, aber in Mecklenburg haben wir den Vorteil, dass wir große Betriebe haben. Und wir sehen es gerade bei den letzten Semestern, die haben auch wirklich Lust zu Precision Farming und da sind viele bei, die das auch gerne ausprobieren wollen und sich da wirklich intensiv mit beschäftigen, was uns natürlich auch freut. Der nächste Schritt wäre dann praktisch Applikationskarten, wo ich auch noch alles drumherum mit einbeziehe, ja? Wo ich gucke, hä, wie ist mein Boden beschaffen, wie sieht was aus und eben noch spezifischer, noch präziser düngen kann. Und das sind natürlich alles Ansätze, die nachhaltig sind, weil ich spare Dünger, ich spare Pflanzenmittel, ich kann meinen Bestand besser führen, ich ernte vielleicht auch ein bisschen mehr, ohne dass ich dazu jetzt eine zu intensive Landwirtschaft betreibe, sondern einfach nur, weil ich genauer für bestimmte Teilstücke die Pflanze oder das Tier versorgen kann. Ähnlich geht es uns auch beim Tier. Vielleicht sagen Sie jetzt, die Kuh haben wir heute schon festgestellt, Kuh ist eigentlich raus, Kuh wird abgeschafft. Ich sage auch mal, ich weiß nicht, ob wir in 30 Jahren noch so Milchviehhaltung betreiben, wie wir sie jetzt betreiben. Vielleicht haben wir auch nur noch Kamele, weil es im Sommer immer trockener wird und das Kamel den Ansprüchen deutlich gerechter wird als das Rind. Vielleicht essen wir auch nur noch, wie wir es vorhin gesehen haben, Fleisch aus der Petrischale.
Noch setze ich aufs Rind, denn ich denke, es hat schon auch eine Bedeutung, wenn wir sehen, wir haben auch sehr viel Grünland. Was machen wir mit dem ganzen Grünland? Ja, ich meine, wenn wir das nicht mehr pflegen und gar nichts mehr machen, sitzen wir im Wald. Ja, das muss man auch immer sehen. Düngemittel, ja, Kunstdünger wird auch nicht gerade preiswerter und steht auch nicht hoch im Kurs. Vielleicht sind wir auch irgendwann etwas dankbarer für die Gülle vom Rind. Also da gibt es ja durchaus Kreisläufe, die man vielleicht auch wiederbeleben kann oder besser einsetzen kann. Beim Tier haben wir ein bisschen das Problem mit dem GPS im Stall, funktioniert es nicht. Ne? Ist wie hier, kein GPS-Empfang. Aber wir können Sensoren ans Tier anbringen und wir können auch elektronische Daten erfassen. Was hilft es, wenn wir unser Tier überwachen? Zum einen können wir individuell aufs Tier eingehen. Und gemein ist ja immer so, Gott, das arme Tier, jetzt hat es behangen wie ein Weihnachtsbaum, hat lauter Sensoren. Da könnte doch der Mensch gucken. Alles sieht der Mensch auch nicht. Ja, ich sag mal, so eine subklinische Mastitis oder ein Anfang von einer Lahmheit sieht der Mensch auch nicht zwingend. Da ist der Sensor manchmal auch besser und deutlich früher dran, das muss man auch sagen. Also das hat schon auch Vorteile, weil ich damit dann wieder, naja, Antibiotika sparen kann, das Tier frühzeitig behandeln kann. Und ich kann eben auch stärker auf die individuellen Bedürfnisse des Tieres eingehen und damit auch das Tierwohl steigern. Ja? Aber auch da ist es wichtig, dass wir uns stärker vernetzen. Auch Precision Livestock Farming lebt davon, dass wir der Bauer nicht das Problem hat, wenn der Melkroboter von einem anderen Hersteller ist, als der Futtermischwagen und das Sensorsystem noch von woanders her ist, dass er die Daten überhaupt nicht zusammenbringen kann. Ne? Dann ist der Witz von der Digitalisierung wieder fort. Also da ist so ein bisschen immer das Problem auch mit der Industrie. Wie kriegen wir gemeinsame Schnittstellen, gemeinsame Netzwerke, eine gemeinsame Prozesssteuerung hin? Da ist einfach auch noch viel aus technischer Sicht zu tun, was wir im Moment noch nicht lösen können, selbst wenn wir es wollten. Die andere Herausforderung ist, es ist nicht wie beim Schlepper, ne? Wir können nicht sagen, ah, der Schlepper fährt jetzt dahin per GPS, weil so ein Tier hat tatsächlich ein Eigenleben. Ja? Ziel ist erstmal von dem Tier zu überleben und es lässt sich nicht direkt steuern, ja? Nur indirekt steuern. Das macht das Precision Farming vielleicht etwas spannender als den Schlepper manchmal. Nichtsdestotrotz können wir sehr viel am Tier erfassen. Ja? Wir sehen es hier, wir können gucken, wie viel ist es gelaufen, wie ist der pH-Wert im Pansen, wo befindet es sich gerade, kaut es wieder, hat es genug geschlafen. Also das können wir durchaus uns angucken, aber das meiste davon sind halt indirekte Parameter. Außer jetzt vielleicht bei der Milch, da können wir es etwas direkter messen. Da ist die Frage, was kommen für Biosensoren in den nächsten Jahren? Ja? Wie gut können wir unser Tier dann wirklich überwachen über so einen Biosensor? Aber das ist noch eine Weile hin. Im Moment hängen wir noch daran, wie gesagt, wir haben es gesehen, wir können 1000 Sachen an der Kuh erfassen. Wir haben lauter Daten, aber auch da haben wir wieder noch das Problem, wir versinken in den Daten, aber wir verhungern oft nach Informationen. Wir sehen, die Kuh hat zu wenig gelegen, ist nur rumgerannt. Jetzt wissen wir aber nicht, woran liegt das. Ja? Ist sie brünstig oder hat sie irgendwas anderes? Und da fehlt uns eben oftmals am Ende wieder eigentlich die Digitalisierung, nämlich die Zusammenführung der gesamten Daten, um zu wirklich Ergebnisse und Handlungsempfehlungen für den Landwirt abzuleiten, der das Ganze dann nämlich auch nachhaltig und ökonomisch macht. Ja? Also da haben wir leider noch einen Disput, den es zu klären gilt. Wir haben dazu vor einem Jahr ein Projekt aufgesetzt mit einigen Projektpartnern, was sich Internet of Livestock nennt, also ne, Internet der Dinge, Internet of Things. Im Prinzip das Ganze fürs Tier, also Vernetzung von Maschinen, Futter, Dokumentation. Das Tier ist natürlich auch mit vernetzt und da halt wirklich zu gucken, dass ich das Ganze gut miteinander verknüpfe. Das läuft über Bluetooth 5.1 und eben auch Energy Harvesting, weil wir oft auch das Problem haben, der Sensor an der Kuh, Batterie ist alle, dann muss ich das wieder wechseln, dafür muss ich das Tier fangen, dann stresse ich das Tier wieder. Also auch da sind sehr viele Herausforderungen, die es gilt zu lösen. Und ich denke, nur wenn wir das gut vernetzt kriegen, ja, mit Tierärzten, mit Behörden, und eben auch allen anderen in der Landwirtschaft, die daran beteiligt sind, dann macht das Ganze wirklich einen Sinn und das Precision Farming hilft uns weiter. Da sind wir auf einem guten Weg und das wird auch entscheidend sein, um wirklich die Landwirtschaft nachhaltig nutzen zu können.
Aber wir brauchen auch noch einiges. Aber das macht nichts. Wir haben eine junge Generation an Studierenden, die sich damit bestimmt in den nächsten Jahren, so hoffe ich, gerne beschäftigen werden. Vorteile sehe ich auf jeden Fall für den Landwirt. Ich habe ihn mal nach unten gesetzt, weil er immer so die ganze Last von allen tragen muss, so ein bisschen. Ne? Politik und Verbraucher. Hoffentlich können wir den Verbraucher manchmal, indem wir es transparenter machen, damit auch mehr gewinnen. Ne? Wir können natürlich da die Wertschöpfungskette deutlich transparenter machen, wenn wir Daten erfassen. Tierwohl und Umwelt, habe ich, glaube ich, halbwegs aufgezeigt, hilft es auf jeden Fall. Man kann natürlich dann sagen, vielleicht verliert die Düngemittelindustrie oder der Pflanzenschutz, die Pflanzenschutzmittelindustrie etwas. Aber wir gehen mal davon aus, dass es für die nicht ganz so dramatisch sein wird. Für die ergeben sich dann ja vielleicht auch neue Wertschöpfungsketten und neue Zweige, wo sie sich einbringen können. Als letztes eine Grafik, die hätte vielleicht auch gereicht für den ganzen Vortrag. So sieht die Zukunft in der Landwirtschaft vielleicht oder hoffentlich mal aus. Ja? Also gerade die ganze Field-Robotik nimmt zu und wir sehen es gerade vor dem Hintergrund immer weniger vorhandener Energie, immer teurer Energie. Es ist durchaus wichtig und eben auch hier sehr genau zu arbeiten. Ja? Der guckt, wo ist ein Unkraut, zack, Unkraut raus. Der restliche Bestand wird eben nicht komplett mit Pflanzenschutzmittel besprüht oder sonst irgendwas, sondern ich gebe das Ganze wirklich sehr punktuell und kann damit natürlich auch Ressourcen sparen. Den Melkroboter bei der Kuh, den haben wir schon ganz gut im Griff. Das funktioniert schon. Hier, wie gesagt, sind auch noch einige rechtliche Themen zu klären. Ne? Was ist, wenn der Mähdrescher unbemannt fährt und auf die Straße fährt? Da gibt es halt auch einige Probleme, die per se funktionieren, aber sich noch nicht ganz auf dem Acker umsetzen lassen. Aber ich denke schon, dass Precision und Smart Farming durchaus die Zukunft ist, auch wenn uns das jetzt vielleicht manchmal noch so ein bisschen futuristisch erscheint. Wenn man so zu den Tagungen fährt, ist es gar nicht mehr so weit weg, wie wir denken. Also wir werden das sicherlich zum Teil noch erleben. Ja, damit vielen Dank für die Aufmerksamkeit.